Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Research 2 zum vielleicht, wahrscheinlich, könnte sein, letzten Part. Also ich weiß nicht wirklich, jetzt natürlich grob geraten. Eh klar, aber da will ich rüber. Es geht. Da geht's. Hihihi, hallo. Witzig. Dann wollen wir hier wieder zurück. Wollen hier an dem auch vorbei. Kein Bock. Aua. Unterwerf das Monster, Eli. Was aber anders. Hallo. Oh, der andere hat sich mal spontan ganz verabschiedet. So. Okay. Da ist wieder so einer. Leuchte. Kopf mal. Okay. Beim Kopf ein bisschen anfälliger. Gut zu wissen. Sehr schön. Na, die bringe ich lieber flott um. Mit denen fühle ich mich sehr, sehr unwohl. Da hier unten, das könnte diese Abkürzung sein, ne? Genau. Genau, nice. Das hat wehgetan. Viel mehr als ich wollte. So, den Magnetlift haben wir freigeschalten. Wir haben noch kurz hier an die Medibay. So, wunderbar. Dann können wir hier weiter hoch. Na, ist noch ein Stückchen.
Okay. Gut. Hier sind Einschusslöcher und ganz viele Leichen. Sonst aber irgendwie erstmal nichts. Hier ist ein Item. Will ich natürlich haben. Großer Schrotthaufen. Ausstelle. Bist du denn? Wieso? Aha. Hatten wir schon mal als Gegner. Aber offscreen. Die Arbeiten in den oberen Sektoren sind zum Erliegen gekommen. Uns geht das Material aus. Was die Unterstützung durch die Regierung angeht, da wird das Chaos immer größer. Ich kann meine Leute schon seit Wochen nicht mehr bezahlen. Wird immer riskanter, weiter nach oben zu klettern. Ich kann mir wirklich nicht noch einen von diesen Unfällen leisten. Okay. Bitte sag mir, dass das auch ein Waffenmodul gibt. Oder nur eine Armspule. Nice. Naja, Arm ist auch okay. Na, schaut mal, das hier gibt auch ein Waffenmodul. Gibt also doch 10er für mich. Nice. Die Hoffnung ja schon ein bisschen aufgegeben gehabt. Mögen wir eins mit dem Schwarm sein. Ja, ich bin schon wieder für einer. Ja, gar nichts zu suchen. Ja, wunderbar. Da haben wir auch ein Item. Jetzt hätte ich mir echt denken können, dass man die große Mauer nochmal hochgeht. So, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist natürlich ein Leuchten. Beine. Gesagt, ne? Nice. Ja, diesmal war ziemlich flawless. Hätte ich auch langsam wieder besser bei denen. So war es, glaube ich, nicht gedacht, aber ist ja nett, wenn es so funktioniert. Hey. Mal jetzt aus diesem Kacknaniten-Ding rausgehen, bitte. Danke. So,
So, eine Abkürzung rüber zu mir sollte es noch geben, damit wir auch hier die meisten Sachen auf 10 bringen können. Die letzte Bastion der Menschen gegen die Naniten, scheinbar. Wir sind fast oben. Das letzte Gefecht. Meine Pflicht. So, wunderbar. Ich werde es nicht schaffen, Sir. Gehen Sie ohne mich weiter. Reiß dich zusammen, Joe. Keiner wird zurückgelassen, solange ich das Kommando habe. Es tut nicht mehr weh. Also, dann auf die Beine mit dir. Und ab ins Gefecht, Joe. Joe! Gute alte Joe. Ah, lass mal das jetzt mal. So. Impulseinheit deaktiviert. Gut, kann ich hier nämlich noch einmal rein. Ganz oben in das Häuschen. Da wollen wir unten noch upgraden, was geht. Und ich könnte, glaube ich, sogar meine Waffe upgraden. Nach und nach fallen sie wie die Fliegen. Mit jedem Opfer fühle ich mich stärker, freier. Endlich bin ich das Leuchten des Funkens. Schon bald wird sich meine wahre Macht der Welt offenbaren. Wir zünden den Funken. Wir ändern die Welt. Okay, Spinner. Wie auch immer da ein Item liegen konnte, das ich nicht gesehen habe. Naja, whatever. Gut, einmal noch an die Medibay, wahrscheinlich das letzte Mal. Das reicht gerade nicht. Ich brauche noch eins. Ah, Waffe wäre schon gut. Und hier habe ich alles, nur nicht das, was ich brauche, ne? Da, dann gehen wir wieder hoch. Ich meine, ich könnte jetzt noch farmen, aber das mache ich erst, wenn ich das Gefühl habe, ich habe beim Boss keine Chance. Das glaube ich eigentlich nicht. Da sind wir ganz oben. Da oben sehen wir einen Eli. Da muss ich mich ja nochmal durch euch durchboxen. Aber muss nicht. Das ist natürlich noch besser. Ach. Dieses Spiel verarscht mich ja manchmal, ne? Okay, können wir nochmal ein Implantat reinlegen, das letzte. Im K5er. Ah, das hier finde ich eigentlich noch ganz gut, ne? Alle sind tot. Ich bin der letzte Überlebende. Ich weiß nicht mal, was passiert ist. Urplötzlich spaziert dieser verrückte Prediger wie ein Panzer über das Schlachtfeld. Und dann radiert er beide Seiten mit einem Fingerschnipsen aus. Und dann, nur wenige Minuten später, spielt diese Riesenkreatur verrückt. Die Schmerzen sind unerträglich. Aber jetzt ist es zu spät für mich. Bitte hab Erbarmen. Und erlöse mich.
töte mich. Bitte. Bin mal so nett. Gut. Da muss ich noch mal eine kurze Klopause machen. Bevor ich hier oben weitermache. Meine Lebenskraft schwindet. Komm an meine Seite und greif an. Mache ich, aber ich bin mir sicher, du wärst böse und ich muss dich auch angreifen. Sagen. So, dann gehen wir nämlich doch nochmal zurück und leveln unsere Waffe auf. Wenn es so knapp dahinter ist. Eine Waffe auf die maximale Stufe. Mehr geht nicht. So, unseren einen Arm können wir auch noch upgraden. Sonst, wir brauchen nur noch Kopf. Beine, Körper. Das könnte ich, wenn ich jetzt wollte, bei dem Farmen, ne? Und nächstes Bein. Und das nächste. Sorry. Dann ist mir aber irgendwie im Weg. Ich muss sagen, ich gehe jetzt doch zurück. Wenn ich jetzt doch noch so viel Zähne mal vorgesetzt bekomme, die jetzt auch noch eine Abkürzung hätte. Fahren wir doch unsere Rüstung schnell fertig. Ist ja gleich passiert eigentlich. Haben wir erst ein. Ja, müssen wir halt jetzt noch ordentlich sammeln, ne? Noch viermal Beine. So,
so einmal. Da geht doch. Da wollen wir den nochmal zu mir holen hier. Wenn er den rechts nicht triggern. Hier runter. Beine auch fertig. So, noch zweimal Körper und dreimal Kopf. Kopf. Schade. Warten wieder, bis der hier ist. Oh ja, dann machen wir den Endboss im nächsten Part wahrscheinlich. Gibt's doch noch einen mehr. Passt auch. Nächster Körper. Und der nächste. Ah, super gut gerade. So, noch zweimal Kopf brauchen wir. Warte mal, ah. Ich glaube, den konnte ich jetzt auch, oder? Nice. Da geht ja dann logischerweise auch nicht mehr, ne? Außer 5. Da zweimal noch Kopf. So, einmal noch Kopf.
schaut mal Werner. Dann drüben ist ein Neuner, der bringt mir nichts. So, dann gehen wir wieder hier dran. Was hat's? Schon gereicht. Verbessere alle Ausrüstungsteile eines Sets auf die maximale Stufe. Das haben wir gemacht. Dann holen wir hier das noch. Bei niedriger Gesundheit wird Gesundheit regeneriert und Schaden erhöht sich. Ja, super. Nehmen wir. Was 20 brauchst du? Nicht so wichtig. Ja, auch gut. Müssen wir mal gucken, was überhaupt noch geht. Das. Oh. Why not? Okay. Gut, dann. Gehe ich nochmal zum Medibay. Und dann starten wir den letzten Part. Ich schätze mal letzten Part. Ich weiß ja nicht. Hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.